Also für Bremen ist das ein Riesenbeitrag. Einmal natürlich für den Klimaschutz, weil die Menschen teilen sich ja ein Auto, haben kein eigenes mehr. Aber vor allen Dingen auch, wir haben mehr Platz in den Straßen. Wenn nicht jeder Einzelne ein eigenes Auto hat, sondern teilt, bei 6.000 Autos, die wir jetzt einsparen konnten, das sind, wenn man sie irgendwie in eine Reihe parken würde, 30 Kilometer, dann sieht man einfach, das ist ein Beitrag, damit der Platz auf der Straße wieder mehr den Menschen gehört. Das ist ein Beitrag zur Barrierefreiheit. Gerade vollgeparkte Straßen bedeutet ja, dass Eltern mit einem Kinderwagen, aber auch Menschen im Rollstuhl, mit dem Rollator nicht gut auf den Bürgersteig langkommen. Also insofern ist das ein echter Gewinn für Bremen. Eben für Barrierefreiheit, für den Klimaschutz, aber auch zur Verkehrssicherheit.